Okay, der Endgegner. Was ist das denn für ein Teil? Na gut. Alter, das sieht mir ja gleich was ab, hey. Bescheuert. Den ranholen. Was macht er jetzt? Boah, scheiße! Ich habe das Gefühl, danach kämpfe ich erst richtig gegen ihn. Das ist doch nicht wahr. Die Gegner werden wirklich schwerer, muss ich schon sagen. Und es ist durchaus schwer. Ah, scheiße. Wow. Okay, er hat noch ein paar. Ich habe noch rotes Elixier. Ah, komm doch nicht immer näher zu mir hier hin. So, sind nicht mehr viele. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Wow, das war jetzt sowas von riskant. Komm schon. Nein, er ist wieder zurückgekehrt zu seinem Papa. Ah, das war der. Einer noch. Ein einziger noch. Nur noch einer. Tot. Der versucht immer auf mich zu springen. Ja, sieht sehr gut aus. Ah, er lebt noch. Er lebt noch, er lebt noch! Er lebt immer noch. Ich wollte gerade sagen, yeah! Ah. Setze ich es ein? Verpasse ich wahrscheinlich 150 Rubine. Weil er wäre jetzt tot, hätte ich noch einmal geschaut. Aber egal, es ist es mir wert. Und wir haben jetzt noch ein Herz mehr. Und haben auch den zweiten Tempel erfolgreich abgeschlossen. Und wieder sagt Zelda, hallo, hallo, wie geht es dir? Willst du eine Wurst oder deine Mutter? Okay, interessiert mich jetzt nicht, was die sagt. Ja, schön. Ja, boah, das war auch schon mal interessanter. Gut, gucken wir mal, wo der nächste Tempelchen ist. 3, 6, was ist das? 4. Ah, diesen Endgegner hasse ich. 3 ist im Wald. Ja, das sagt mir was. Wer ist da der Endgegner? Ich kann mich nicht mehr so gut perfekt dran erinnern. Ich weiß nur noch, wer der Hauptendgegner ist. Ganondorf. Ach ja, und dann auch nochmal als Tier, glaube ich sogar. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Aber was ich auf jeden Fall jetzt holen will, ist die Flöte. Das ist mir eigentlich sehr wichtig hier. Kann ich mich schön frei bewegen. Aber komm jetzt erstmal die Schaufel wahrscheinlich. Gut, und jetzt muss ich schaufeln. So. Nichts. Schaufel. Komm schon, hier muss doch irgendwo was sein. Wo bist du, Flöte? Ich schaufel schon was das Zeug hätte. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich habe hier fast alles aufgeschaufelt, aber wo ist die? An einem bestimmten Fleck. Wo ist sie? Nein. Das kann es doch nicht sein. Ah, ich Vollpfosten. Ich muss das natürlich in der Vergangenheit machen. Oder? Muss ich das jetzt in der Vergangenheit machen? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Nee, er hatte die in der Hand. Das kann doch nicht sein, ey. Auf die Suche. Die Suche. Die Suche. Die Suche nach der Flöte. Flöte. Wo bist du? Flöte. Ich will nach unten bohren. Ey, bist du so behindert? Ich will nach unten bohren! Aber man kann nur nach links und rechts. Na gut, dann eben. Was gibt's doch nicht? Die muss doch hier irgendwo sein. Wo ist die Flöte? Kann mir jemand helfen hier? Ich finde sie nicht. Scheint es hier nicht. Werde ich jetzt jedes Feld machen müssen, leider. Jedes einzelne. Na, ich frage ihn noch mal. Hallo, ich will noch mal mit ihm reden. Did you find my flute? Please keep looking for it. Okay, auf jeden Fall ist sie hier. Irgendwo vergraben. Irgendwo vergraben. Und das ist das Problem. Irgendwo. Kommt schon. Flöte. Flöte. Wo bist du? Flöte. Beifuß. Flöte. Wieso konnte nicht Zelda hier vorbeikommen, auf dem Pferd und das in einen Brunnen werfen? Das wäre viel einfacher gewesen, aber naja. Egal. Aber das kann es doch jetzt wohl nicht sein. Irgendwo muss doch dieses Scheißteil sein. Ich hoffe nicht, dass ich in der Vergangenheit doch reisen soll. Suchen soll. Da würde ich das